Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem ganz schnellen, ganz einfachen Video. Ich will euch nur zeigen, wie ihr jetzt momentan ins PSN kommt, wo die Hacks ja immer noch laufen. Also die Angriffe auf Sony, ihr seht, ich bin online, ein paar von meinen Freunden sind auch online. Ich kann euch das gerne zeigen. Da. Und der Trick ist ganz einfach, ihr geht auf Einstellungen. Wo haben wir denn jetzt schon wieder? Netzwerk. Dann geht ihr Internetverbindung einrichten. Ich bin über LAN-Kabel jetzt online. Und hier braucht ihr einfach nur Benutzer definiert sagen. Und die ersten Sachen automatisch. DC. Nicht. DNS. Automatisch. MTU ist das Wichtigste. Ihr könnt alles normal lassen. Nur MTU. Auf manuell gehen. Und da stellt ihr dann von 1500, so stand es bei mir, auf 1473 um. Dann geht ihr weiter. Also da einfach unten auf Einstellen. So, ist bei mir okay. So, geht auf Weiter. Dann Proxy, nicht. Und Internetverbindung testen. So, erfolgreich, erfolgreich. Das dauert natürlich ein bisschen was länger. Erfolgreich. NAN-Typ. Da ich einen Router habe und normales Internet und eine Firewall bei NAN Typ 2. So, überprüft 8,9 und bumm. Und schon sind wir im Internet. Der Store funktioniert noch nicht wirklich. Also ich kann euch das mal anhand hier von dem schnell zeigen. Mal kommt man kurzzeitig rein, mal aber auch nicht. So, laden. Kann sein, dass es jetzt funktioniert. Also vorhin hat es die ganze Zeit nicht funktioniert. Da hat er dann mal gesagt, Fehler. Na, ladet auch ein bisschen lang gerade. Da, und da kommt der Fehler. Also das funktioniert noch nicht wirklich. Man kommt zwar, bleibt zwar dann manchmal da und kann dann halt wieder sagen, laden. Und einige Sachen vom Store wurden mir auch nicht geschickt. Ich hatte, meine PlayStation war ein paar Tage aus und ich hatte mir Dings gekauft. Ein paar Themes, die gratis sind, die wurden auch nicht geschickt. Aber sonst, ja, ist mir jetzt auch egal, sonst könnt ihr mit euren Freunden schreiben. Ihr kriegt Freundeseinladungen, ihr kriegt Einladungen zu spielen, ihr könnt auch wieder online spielen. Das funktioniert alles. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn es für euch hilfreich war, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch, ein kleines Feedback halt. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.